Hallo, und willkommen zu zwei weiteren Videos, wie es gerade Hallo! sofort. Und Waschbär! Und gleich. Meme und Waschbär. So, wir fangen heute an So. mit dem Tender Defender. Der hat gleich gestern schon bewertet. Ich noch nicht. Das Ich bedeutet, habe ihn gestern ja, schon du kannst dich bewertet. jetzt mal raushalten. Ich halte mich raus. Genau, und ich kann jetzt mal bewerten. Also, der Tender Defender sieht witzig aus. Ja, ich kann ihn ja gerne nochmal zeigen. Sieht okay aus, ist aber witzig. Und ich gebe deshalb diesem Skin eine 6 von 10. Was hast du gegeben? Weiß ich gar nicht mehr so es genau. War, wenn du ihn jetzt bewerten müsstest, mit was würdest du ihn bewerten? Ich glaube, ich hatte dem auch sowas gegeben. 6 da, oder ja. 7? Weil er okay. lustig war. 5 ja. oder 6 von, 6 also, von 10. Wir haben hier ich. Scrambler. Ich habe gerade keinen Bock auf Backen. Also ich würde sagen 3 von 10. Ja, dem hat glaube ich 4 von 10 gegeben. Das ist so geil, oder? Das ja, Ding ist so geil, ich oder? Ich hab's schon gesehen. 9 von 10. Ja, habe ich auch gegeben, ja. Ja. So geil. Jetzt kommen wir. Herr Gleiches, darfst du dich wieder einschalten. Ich darf, Moment, ich schalte mich ein. Jetzt bist du wieder gekapert, weil du aufs Tablet schaust. Ich schalte mich ein. Ich schalte mich ein. So. Guck, wie komisch das aussieht. Das sieht so aus, als würde so ein Welpe rüber gucken. Wo ist? Wenn ich so nach rechts gucke mit Waschbären, dann sieht es aus, als würde so ein Welpe rüber gucken. Was? Ja. Ich schalte mich ein. Jetzt. Da bin ich okay. dabei. Ich würde sagen, 3, 2, 1. Was gibt's für eine Bewertung? Also wir haben einmal. Wir finden den mal ganz gut. Also den finde ich geil, den Pterodactyl. Das ist der einzigste. Den finde ich geil und der kriegt auch von mir immerhin 9 von Nein, 10. Nein, du musst das ganze Pack bewerten. Ja, ich bewerte erstmal den und der kriegt von mir 9 von okay. 10. Und dann wird jetzt das ganze Pack zusammen, kriegt von mir 2 von Die 10. Die Picke finde ich auch nicht so schlecht. Das ganze Pack von, bekommt von mir 2 Die von 10. Die Picke finde ich auch okay. nicht wegen schlecht. Aero, also wegen dem Aerodactyl und... Dann machen wir auf Play again. Ich will mal wissen, was passiert da. Ja, also ich würde sagen Aerodactyl 9 von 10. Und ich würde sagen, dass das ganze Pack von mir 4 von 10 bekommt. Also, wenn ich jetzt rechne, ich. Aber nein, warte, ich muss mal ganz rechnen. 9 durch 4 ergibt ungefähr 2. Also, ich würde sagen, ungefähr 2. Dann dafür, du musst ja immer ganz durch 4 rechnen. Die Pickaxe gebe ich ungefähr 2. Da hast du 1,5. Und dem Rex-Skin gebe ich 0. Also, ich habe ungefähr 2,5 Punkte. Viel Spaß. Also ich hätte jetzt anders gerechnet, ich hätte jetzt gesagt 9, 7, das sind 16, 3, 19 und also der Backpack, der gehört für mich mit dazu. Also 19 durch 3 und dann hätte man 6. 6 Punkte. 6 Punkte kriegt das ganze Ding Hast von du, mir. Bist du heute auf Drogen? Ja, ich sag's mal so, aber eben nur wegen dem Gleiter und wegen der Picke. Diesen Skin da, den finde ich scheiße. Wie viel hättest du gegeben? Wem? Dem Skin. Sag mir nicht 3 von 10. Doch, 3 oder 4. Junge, du kannst gar keine 0 mehr vergeben, oder? Doch, bei No Skins. Hast du ja hier unten nein. Ja, genau. Gut, du bist ja schon fertig. Erstes Mikro. Jetzt bist du ja drin. Also ich gebe dem 8 von 10. Jo. Bullseye Diffuse Game! Ja, erklär das vielleicht mal für die Leute, die es nicht mitbekommen haben. Also Leute, Tiffy hat einen Tweet rausgehauen, wo er gesagt hat, soll ich mir diesen Skin kaufen und wenn ich den Skin kaufen soll, dann müssen wir 100.000 Likes schaffen. Haben sie also Retweet schaffen. Haben sie geschafft und jetzt hat er sich den gekauft. Ja, und ich werde ihn wahrscheinlich auch kaufen, weil Tiffy, ja. Weil Tiffy den geholt hat. Ja, genau. Weil das ist Tiffys einzigster Sinn. Skin, den er sich selbst gekauft hat. Ja, warum? Weil er diesen Tweet verpasst hat, weil er so... Nein, er, warum ist es der einzige Skin, den er sich jetzt gekauft hat? Weil er gebannt wurde? Weil er mal gebannt wurde, genau. Wo sein 5000 Euro gekommen weg war. Genau. Aber na gut. Ja gut, also wie viel gibst du? Also ich geb dem 8 von 10. Ich finde den nicht wirklich prickelnd. Das ist Tiffy. Er gleich ist übrigens auch Tiffy-Fan. Also, ja, aber das ist mir egal. Auch wenn das, was weiß ich, der liebe Gott das Ding da, was weiß ich, geschaffen hätte, dann hätte er meiner Meinung nach wenig Geschmack, ja. Wie viel gibst du? So, von mir kriegt er 4 von 10. Gott. Du gibst dem 3 von 10 und dem 4. Oh, alles klar. Und jetzt neue Emote, den kann ich mir halt kaufen, Leute. Ja, das ist ja ein Free-Emote, Leute. Nein! Du hast schon falsch gesagt, Leute. Das
ist ein Free. Nein, das ist nicht. Für 0 V-Bucks. Nein, 0 V-Bucks. Jetzt gerade. Und danach will er 500 V-Bucks. Aber komisch, schon mal, bei dir steht das gar nicht, ne? Mit dem Copyright Disney. Nee. Mach mal, geh mal auf Purchase und dann bin ich mal gespannt. Ah, Purchase. Was Marat? Also, weil du steht das bei dir nicht auf Deutsch hast. Also auf der, in der deutschen Version steht da irgendwas mit bei Disney. Keine Ahnung. Ich bin selber jetzt gefragt, warum habe ich keine Skin? Ich bin auf dem Foto drauf. Und jetzt kommt er zum tollsten und besten Skin der Welt. Davon habe ich übrigens auch eine Auflage, Leute. Ich hab davon hier, wartet. Guck mal, nee. Jetzt krieg ich den Skin nicht. Auf jeden Fall hab ich den auch. Ich hab den auch. Übrigens, geh mal in die Lobby rein. Findest du nicht, dass dieser No-Skin auch ein bisschen Ähnlichkeit mit Tiffio hat? Vom Alter, willst du mich veräppeln? Warum? Das fällt dir nach keine Ahnung wie vielen Monaten auf. Tiffio hat sogar ein Real-Life-Video gemacht, wo er eine Spitzhacke in der Hand gehalten hat. Ja? Ja, mit einem Regenschirm ins Wasser gesprungen ist und hat sich als diesen No-Skin verkleidet. Ja, woher soll ich denn das wissen? Bitte? Woher soll ich denn das wissen? Ich guck nicht ständig solche YouTube-Kram-Videos da von irgendwelchen Gamern. Ich mach selbst Videos. Ja, ich beschäftige mich eher mit unseren Videos. Ja. Ich weiß, du beschäftigst dich eher mit den Videos von den anderen. Ja. I know. Ja. Ich hab das schon verstanden. Leute, bitte schreibt mal in die Kommentare, ob ihr das mitbekommen habt oder nicht. Ja, also wenn jeder Einzelne weiß, dass Tiffio sowas gemacht hat und dass Tiffio so eine Ähnlichkeit mit ihm hat. Findest du nicht? Ja, hat er. Können wir jetzt, was haben sie denn da überhaupt für einen komischen Hund drin? Das ist ein Banner. Als Banner. Hä? Hund ist mein Lieblingsding. So, also jetzt gehen sie mal da auf den Item-Shop her sofort und dann machen wir noch das letzte Ding da. Achso, das hatten wir ja schon bewertet, ne? Nein, aber nicht. Haben wir nicht bewertet? Nein, du gibst jetzt erstes Bewertung. Ich gebe die. Hier gibt es von mir eine klare 0 von 10, weil das Ding, finde ich, sieht scheiße aus. Von mir gibt es auch ebenfalls eine 0 von 10. Ja, so. Also wenn euch das heutige Video gefallen hat, würde ich mich selber like gedauert haben. Ah, warte mal, geh mal bitte auf die News. Lobby. Mal kurz gucken. Ja. Da hier. Steht's, da okay. Steht's, Copyright mit Disney, siehste? Leute, wusste ich's doch Disney irgendwie. Ist der neue Boss, nein, Spaß, keine Ahnung. Also verstehe ich nicht so ganz, ja, was das... Also wir haben hier einmal Racket, danach haben wir Protect Your Nuggets, Tender Defender Off in einem Wall, Foul Play Gear, available now. Foot Fight LTM, Build Your Base, Wait for a Barrier to Drop and Battle It Out. Destroy the was? Ja, erzähl fertig. Da destroy the other sagen. Team's mascot while protecting your own. Okay. Ich meine, okay, klar, die meinen jetzt wahrscheinlich hier Wreck-It, wegen Wreck-It Ralph. Das ist ja die, der englische Name von Ralph Reichts, soll ja kommen. Aber warum steht da Copyright bei Disney? Wegen Wreck-It? Ja. Darf man es sonst nicht mehr benutzen oder was? Hinter jedem Filmtitel von Disney steht immer Copyright. Ja, aber Wreck-It. Ja, und? Ist das jetzt Copyright bei Disney oder was? Wreck-It. Also, Leute. Jetzt hast du übrigens, jetzt musst du aufpassen, dass das Video nicht hier einen Copyright-Claim bekommt. Spendet. Ja, es wird, glaube ich. Übrigens, dazu wollen wir auch noch ein Video machen. Also, ja, wir sagen jetzt noch ein Stichwort dazu. Sagen? Ein Stichwort? Nein, ein Stichwort? Nein. Es fängt mit T an. So, also. Also ja, Leute, ich wünsche euch einen schönen Tag. Und schreibt in die Kommentare Hashtag Wasch. Und der Waschbär soll sich waschen. Mr. Joke. Oh, jetzt haust du aber die mega Joke. Noch ganz der beste Joke. Ein waschechter Waschbär. Der beste Joke der Welt. Okay, also dann wünsche ich euch noch was. Na, haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss. Wir sind sowieso aus der Kamera raus. Also, ciao. Ich komm mal nach vorne. Tschüss, Leute.